Weiter geht's mit Gran Turismo 6. Willkommen zurück. Es geht weiter heute im Karrieremodus bzw. in der internationalen A-Lizenz. Und wir haben fast 70 Folgen drauf gewartet. Heute gibt's NASCAR, Leute. Wir haben das Docker freigeschaltet, Hälfte der Sternchen gesammelt. Und es geht direkt rein in die Gran Turismo NASCAR Cup. In den Gran Turismo NASCAR Cup. So rum. Und es gab ein kleines Update, wo das Goodwood Festival of Speed nochmal geupdatet wurde. Das fand jetzt am Wochenende statt und da haben sie nochmal die Strecke ein bisschen geupgradet. Wir haben es ja auch bei Shakedown erwähnt. Gran Turismo bzw. Polyphony Digital hat einen großen Vertrag mit der FIA geschlossen. Also da sind wir mal sehr gespannt, was sich daraus auch entwickeln wird. Daytona, damit geht's los. Wir haben noch viele andere Strecken hier. Twinring, Motegi, Willow Springs, Highspeed Ring und hier Indianapolis. Man kann die Schrift kaum lesen, aber ich erkenne das Logo. So, das NASCAR bzw. das Stockcar mussten wir jetzt schon mal ein bisschen drosseln. Das hat eigentlich 620 Leistungspunkte. Wir haben es gedrosselt jetzt aber. Wir sehen es unten da, Leistungsbegrenze auf 70% stellen. Ja, das haben wir auch schon gemacht jetzt im Vorfeld. Deswegen kann es hier direkt losgehen. Daytona 5 Runden. Die klassische Saisoneröffnung. Allerdings gerade mal 5 Runden. Ja, das ist natürlich ein bisschen wenig. Sogar sehr wenig. Und jetzt bin ich auch wirklich gespannt. Ja, wir sind ja nun so ein bisschen alte NASCAR-Hasen durch die Spiele von euch, ich nix. Mal gucken, wie sich NASCAR dann hier fahren wird. Also, erstmal Traktionskontrolle wie gehabt auf 1. Und dann gucken wir mal hier. Jeff Gordon auf jeden Fall auch dabei. Juan Pablo Montoya doppelt sogar dabei. Also der fährt zweimal mit, hat sich quasi einmal gespalten. Jetzt geht's los. 4 Kilometer Daytona. Also ich bin gespannt, wie sie sich fahren, die Stockcars. Wie wichtig hier der Windschatten auch wird. Dass Gran Turismo 6 einen Windschatten hat, das wissen wir ja schon. Dass er relativ übertrieben ist, das wissen wir auch. Und dann werden wir gleich sehen, wie sich das hier niederschlägt. So, relativ lange, bis es hier losgeht. Daytona. Na los. Statt 500, jetzt 5 Runden. Ja, erstmal. Ja, im NASCAR 14 Let's Play spielen wir mal aus dem Dach. Ja, der Sound geht sogar. Naja. Sehr viel Rauschen, als wenn da irgendwie ein Radio gerade, ein Radiosender gesucht wird. Ist ja grauenhaft. Also wenn ihr euch jetzt wundert gerade wegen dem Sound, es rauscht nicht mein Mikrofon, es rauscht tatsächlich der Sound von diesem Auto. So, mal gucken, wie sich's fährt. Auf jeden Fall quietschen die Reifen schon mal ganz gut. Auf jeden Fall auch ein Nachtrennen. Okay, da fliegen ein paar Funken. Es geht hoch auf 310, 320. Ja, wir ziehen hier sau Windschatten, das sag ich ja. Der Windschatten ist hier extrem übertrieben bei Gran Turismo. Das lässt sich auch im NASCAR sofort bemerken hier. Hoppla, hoppla, hoppla. Oh, 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 da rutscht er schon. Das ist gar nicht so einfach. Es ist natürlich die ähnliche Schwierigkeit. Oh, Funken da vorne. Wie im NASCAR 14 oder im echten NASCAR Sport natürlich auch. Sich hier innerhalb des Feldes zu bewegen. Aber es ist natürlich hier mit 16 Autos ein bisschen langweilig, möchte ich was sagen. Die NASCAR-Stimmung, die kommt hier nicht so richtig auf, aber das Auto fährt sich ganz gut. Wir kommen auch wieder ran, also man kann sich relativ gut wieder ransaugen. Starker Windschatten. Dann kannst du Vollgas drücken. Geht der Gang. Oh, nee, das rutscht komplett weg, das Auto. Holla die Waldfee, jetzt fliegen wir ja schon fast. Gut, also da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz ein bisschen üben, ein bisschen lupfen auch. Ja, muss man sich natürlich erst dran gewöhnen, dieses Feeling für dieses Auto zu bekommen. Und da gibt es auch so einen gewissen Punkt, wo er dann wegrutscht, aber man hat nicht so richtig Feedback. Auch im Lenkrad nicht. So, neuer Versuch, neues Glück. Um Platz 13 geht's hier los. Am Kurvenausgang so zweites Kurvendrittel, da muss man dann wahrscheinlich auch zwischen leichten Stoß. Muss man wahrscheinlich ein bisschen lupfen, damit der Wagen ja nicht den Schwerpunkt bekommt und einfach wegrutscht. Mal ein bisschen vorsichtiger fahren hier. Da quietscht es schon. Also in Sachen Force Feedback und Feeling ist das NASCAR 14 natürlich deutlich besser. Aber man muss auch sagen, NASCAR 14 ist ja auch ein ausschließliches NASCAR-Spiel, das sich nur auf NASCAR konzentriert. Gran Turismo 6 hat das hier halt so nebenbei. Und dafür ist es, denke ich mal, zweckmäßig. Auf jeden Fall alle mal im Moment zumindest besser umgesetzt als Project Cars. Weil da ist NASCAR im Moment einfach mal eine Katastrophe. Beziehungsweise nicht besonders toll. So, Achtung, das ist Juan Pablo Montoya hier vor uns jetzt. Ne, Brian Vickers. Ne, der rote Energizer, der gehört Juan Pablo Montoya, der hat hier zwei verschiedene, 2010er und 2011er im Einsatz. Aber zumindest kommen wir jetzt von den Leistungspunkten, kommen wir auf jeden Fall mit, wir müssen bloß aufpassen. Für KI verhält sich auch ganz manierlich eigentlich, also relativ NASCAR-getreu. Wir sind hier auch ganz gut unterwegs, so rein von der Schwierigkeit, Achtung, jetzt da nicht reinrutschen.
Was einem natürlich ein bisschen fehlt, ist dieser Spotter, beziehungsweise dieses, dieser Radar, den wir ja bei NASCAR 14 nochmal haben. So, aufpassen jetzt. Führung ergattert. Oh, da rutscht es schon. Achtung, 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 Achtung. 2 von 5 Runden geschafft. Gut, jetzt haben wir die Führung. Mal sehen, wie gut sie dranbleiben. Almirola hinter uns, im 2013er Auto. Ja, da haben sie noch nicht die Modelle von diesem Jahr. Ja, guck mal, der bleibt da ganz gut dran. Achtung jetzt, da schiebt er mich weg. Arsch. Muss ich ganz so lupfen jetzt, damit ich nicht wegrutsche. Aber gut, die machen jetzt gut Druck mit Windschatten natürlich, bleiben sie dran. Und sind hier nicht gerade zimperlich. Ah ja, da zieht er glaube ich jetzt vorbei. Nee, nicht ganz. Hat ein bisschen Überschuss jetzt. Das wird ganz gefährlich gleich. Ich versuche mal hier links dicht zu machen. Oh, das war ganz gewagt. Da habe ich schon gemerkt, wie er mir am Heck ruppelt. So, jetzt versuchen, das Beste rauszuholen. Also die KI kämpft schon ganz gut. Jetzt kommt wieder der kleine Schwerpunkt. Aber man merkt es dann doch am quietschen der Reifen, wann man da vom Gas gehen muss. Oh Mann, die machen mächtig Dampf, mächtig Druck hinten. Da hat man so ein bisschen Angst. Jetzt jedenfalls schnellste Runde gerade mal gefahren. Beziehungsweise, ja. Ah, die davor war schneller. Oh, da rappeln sie einem ins Heck hinten rein. Das ist sofort gespürt wieder. Also zimperlich sind sie wirklich nicht. Kann man hier jetzt nicht nachsagen. Ah, schiebt er sich da vorbei. Oh, das geht in die Wand. Windschatten dranbleiben. Die 42 hier, Juan Pablo Montoya mit seinem 2011er Auto. So, die entscheidende Moment, der ist gleich kurz vor Ziel. Da müssen wir auf jeden Fall uns Windschatten ziehen, dass uns wenig überholt werden. Gut, der Sound ist natürlich nicht ganz so bassdröhnend. Der ist bei NASCAR 14 auch wesentlich besser umgesetzt, aber gut, was sage ich, ne? Aber ich glaube, das ist auch ein Vergleich Äpfel mit Birnen. So ein bisschen zumindest. Nicht ganz fair vielleicht. So, jetzt haben wir letzte Runde. Jetzt müssen wir gucken, dass wir gleich irgendwie vorbeikommen. Jetzt kommt es drauf an hier. Am besten wahrscheinlich doch nochmal auf der Geraden gleich vorbeigehen und dann letzte Kurve. Jetzt schon mal Innenbahn benutzen hier, immer reinstechen. Jetzt aufs Gas drücken und dann gleich auf der Geraden hier vorbei und dann... Jawohl, jetzt haben wir den Überschuss. Jetzt gehen wir links vorbei. Und jetzt werden wir das Ding nach Hause fahren. Hoffe ich mal. Windschatten vielleicht ein bisschen hier verhindern vom Gegner und dann schön die Innenbahn besetzen. Oh, Achtung, nicht mehr drehen jetzt. Wenn ich mich jetzt drehe, dann ärgere ich mich. Aber es sieht ganz gut aus. Wir sind noch vorne. Jetzt heißt es aufpassen, dass da keiner mehr irgendwo vorbeizieht. Das Ziel ist kurz vor Augen. Und da sind wir durch. Erste Rennen schon mal geschafft. Beim zweiten Anlauf erst, aber geschafft. Das ist das Wichtigste hier. Mit Jeff Gordons Chevrolet vom letzten Jahr. So, sehr schön. Mal sehen, ob es hier auch ein bisschen Geld gibt jetzt. Gut, das Stockcar haben wir ja zum Glück geschenkt bekommen. Da mussten wir jetzt nichts investieren dieses Mal. Da sehen wir es nochmal von außen. Die Nummer 24, Jeff Gordon. Auf dem Daytona International Speedway. Ja, sieht aber ganz gut aus, ne? So von den Fahrzeugbewegungen und so. Es passt soweit schon. Es ist besser als erwartet, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ja, nett gemacht. Also finde ich gut, dass es dabei ist. Ist eine willkommene Abwechslung, hier mal NASCAR zu fahren auch. Damit werden wir auch jetzt weitermachen. Der nächsten Strecke. Jetzt haben wir die 5 Millionen wieder geknackt. Haben wir 3 weitere Sternchen. So, Wiederholung speichern wir. Und dann suchen wir uns noch ein weiteres NASCAR-Rennen. Mal sehen, ob es noch ein paar geile, interessante Strecken gibt. Ja, war ja auch so eine Art... ja, Willow Springs war ja auch dabei, ne? Das ist dann ja quasi Roadcourse, da in der Wüste von Los Angeles, glaube ich, oder Nevada. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, Willow Springs. Oh, das wollte ich nicht. Willow Springs, können wir mal überlegen, ob wir das mal fahren. Mal etwas mehr mit Kurven. Scheint aber doch eine andere Anbindung zu sein hier. Willow Springs Raceway, Big Willow. Genau, das ist die große Variante von Bigs. Ach, hier kannst du jetzt mehr haben. Hier kannst du jetzt 680 RP fahren. Das heißt, da können wir den Wagen wieder komplett so machen, wie er war. Mal sehen, ob es hier noch ein Rennen gibt, wo man nochmal das braucht. Ja, hier brauchen wir wieder 70% auf den Ovalkursen. Scheinbar Indianapolis wäre auch nochmal interessant. Fahren wir mal Indianapolis. Haben wir zwar unser Pulver, was NASCAR angeht, schon verschossen. Mit den richtig geilen Strecken, aber gut, was soll's. Da müssen wir jetzt nicht nochmal groß wieder die Upgrades ändern und rumbasteln.
Weil man auf den Roadcourses ist dann eben scheinbar auch, ja, ungedrosselt fahren kann. So, Indianapolis. Die Oval-Variante jetzt. Gut, Fahrzeugerstellung haben wir eigentlich soweit alles. Gucken wir mal, was die Reifen eigentlich sagen. Hier kann man hier nur bessere Reifen nehmen vielleicht. Rennen hart, glaube ich, ist jetzt Maximum auch. Ja, ja, mehr geht hier nicht. Und dann geht's los. Zweites NASCAR-Rennen, ja. Maldonado ist auch dabei übrigens, aber es ist nicht der Maldonado aus der Formel 1. So, das Ganze sieht schon ein bisschen rechtwinkliger aus jetzt. Indianapolis steht uns auch bei NASCAR 14 fast unmittelbar bevor. Ich glaube noch drei Rennen oder so, dann sind wir auch bei NASCAR 14 wieder in Indy. So. Ab geht die Post. Jetzt auch bei Tageslicht, ein bisschen mehr Helligkeit im Spiel. Ich finde, Indianapolis sieht ganz gut aus. Also, das haben wir sehr schön nachgebaut. Auch der Glasturm hier, Gebäude, sieht echt gut aus. Ja, hier braucht man tatsächlich einen dritten Gang, oder was? Ganz so aus. Aber man kann sich immer unglaublich gut ransaugen an die Gegner. Ja, scheinbar in den Ovalkurven selbst, dritter Gang, gute Wahl. Dann auf die Gerade, auf den vierten schalten. Gut. Fünf Runden Zeit, das Ganze hier ein bisschen offener gefühlt. Wow. Der Red Bull-Kollege da vorne. Ja, hier dritter Gang schalten, aber das ist, fühlt sich überhaupt nicht so geil an wie NASCAR 14. Aber gut, wie gesagt. Okay. Das Windschattensystem wirkt auf der Strecke auf jeden Fall ein bisschen besser. Kann sich hier sehr, sehr stark ransaugen. Bei NASCAR 14 ist ja der Windschatten viel, viel wichtiger auch geworden. Weil wenn du aus dem Windschatten raus bist irgendwann, dann verlierst du völlig den Anschluss. Der Windschatten bei NASCAR 14 auch viel kürzer als hier. Also hier merkst du wesentlich früher die Auswirkung, kannst wesentlich früher aufschließen, Geschwindigkeit holen, alles ein bisschen arcadiger. Ja, jetzt sind wir Bump Drafting, weiß nicht, ob das funktioniert hier, den Gegner nach vorne zu schieben. Ja, tatsächlich. Fast keine Sicht mehr. Oh, 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 da schaukelt er sich ein bisschen auf. Gerade so gefangen. Ja, natürlich waren ja auch Autos verschiedene Jahrgänge. Sie haben ja nicht alle NASCAR, das ganze NASCAR-Feld, das ganze Lizenz, sondern nur so Einzelautos. So, Runde 2 von 5. Wir arbeiten uns auf jeden Fall langsam vor, aber es klappt. Hier vorne, Jimmy Johnson, der hat schon einen kleinen Vorsprung rausgearbeitet, aber der hier hat Vollüberschuss jetzt, der Rote. Tony Stewart. Da scheint er schon ein etwas älteres Modell. Der Chevrolet sieht mir nicht mehr ganz so modern aus. Der vorne von Jimmy Johnson ist das letzte Jahres Modell. Aber der hier von Tony Stewart, ja, 2010. Ja, ja, da vorne sehen ja, die stehen ja die Zahlen. Okay. Aber sich hier die Führung zu holen, ist gar nicht so einfach, wie man das denken würde. So, da hinten ist Platz. Jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung ausgeholt. So, Linkskurve. Die Sounds doch gar nicht so nervtötend, wie man jetzt gedacht hätte. Klingt zwar noch wie etwas bessere Staubsauger, aber ich glaube, über die Sounds haben wir bei Gran Turismo 6 schon genug gesprochen. Und jetzt habe ich gerade letzte Woche einen Blog-Eintrag gelesen, dass doch die Sounds tatsächlich auf dem Weg sein sollen. Man möchte es kaum glauben. Aber ja, sie arbeiten daran. Aber es wird nur, Zitat, einen kleineren Soundpatch geben. Was das nun auch wieder heißen soll, und dass es die richtigen neuen Sounds erst bei Gran Turismo 7 gibt. Das entspricht nicht alles so richtig der Aussage, die da vor Release kam. So nach dem Motto, ja, wir patchen die Sounds jetzt noch nachträglich rein. Es klang so, weißt du, da kam so der Tenor durch, so nach dem Motto, ja, das dauert jetzt so 2-3 Wochen oder einen Monat oder 2 Monate höchstens. Dann kommen die Sounds. Weil wir da in den letzten Zügen noch sind. So klang das in diesem Blog-Eintrag oder in den News auch, Computerspiele-Seiten. Da haben sie uns jetzt ein bisschen im Regen stehen lassen. Und das ist auch wirklich das einzige richtig große Manko an Gran Turismo, der Sound. Muss man ganz klar sagen. Und ich wurde auch gefragt, jetzt in den Kommentaren, ob sich jemand lieber Gran Turismo 6 und Grid Autosport holen soll. Da habe ich ihm dann doch zu Grid geraten. Übrigens aus vollster Überzeugung. Ist einfach das hübschere, besser klingende und tatsächlich muss ich wirklich sagen, jetzt aus Lenkrad-Sicht wohlgemerkt, das realistischere Spiel vom Handling.
auch wenn Gran Turismo 6 ja der Real Driving Simulator ist, aber gut, Grid Autosport auf dem PC lässt sich wirklich ausgesprochen gut mit dem Lenkrad fahren, finde ich. Ich weiß gar nicht, man müsste jetzt mal wirklich ausprobieren, Grid Autosport auf der PS3 mit G27 zu fahren, ob das ein Unterschied wäre. Ich glaube ja. Ich denke mal, die Schnittstelle ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Es fühlt sich, glaube ich, nicht ganz so gut an, das Force Feedback. Müsste man einfach mal ausprobieren. So. Und auf jeden Fall mit den Sounds ist es schon ein bisschen schade und sie werden auch bei Gran Turismo 7 immer noch auf die, so, wir haben das Rennen gewonnen. Oh. Sie werden immer noch auf die Standard, auf die Nicht-Premium-Modelle zurückgreifen. Sprich, es wird Autos geben, die haben keine ausdetaillierte Cockpit-Ansicht und Autos, die haben alles detailliert. Und das ist natürlich auch, wenn man Next-Gen-Spiele entwickelt, ein bisschen, naja, einschränkend, um halt die schiere Masse an Autos zu erhalten. Aber ehrlich gesagt, finde ich einfach bei Gran Turismo 6, das könnten sie wirklich weglassen. So. Es sind einfach viele Autos, die nicht sinnvoll sind, die sich dann gleich fahren wie andere, ein Standard-Driving-Modell haben, ein Standard-Grafik-Modell haben. Und in dem Moment ist das dann echt ein bisschen doof, muss man echt sagen, also. Aber naja, es alles kriegt ihr auf hohem Niveau, das Spiel macht ja trotzdem Spaß, es ist ja trotzdem motivierend. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Gran Turismo 6 aus purer Langeweile aufgeben würden. Gerade die Update-Politik von Ponyphony Digital, die ist ja wirklich super. Also hier gibt es ständig Patches, Aktualisierungen, da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Und das alles kostenlos, ne? Es gibt noch kein einziges bezahlbares DLC hier. Und da kommt noch der Streckeneditor, hoffentlich auch bald nochmal. Den GPS-Visualizer haben sie ja nur schon. Aber gut, wer kann den schon benutzen, ne? Die wenigsten Leute. Gut, dann würde ich sagen, um die Ovalriege hier noch abzuschließen, machen wir noch das Twin Ring Motegi-Rennen. Auch dafür sind das Auto schon richtig abgestimmt. Dann mache ich zur nächsten Folge dann in der kleinen Pause, mache ich dann nochmal das Auto wieder flott. Beziehungsweise mache ich dann die Beschränkung raus. Und dann geht's auf die beiden Roadcourses mit dem NASCAR, mit dem Stockcar. So, jetzt sind wir am Twin Ring Motegi in Japan. Gut. Wieder ein Oval. Ja, ich freue mich schon auf die große Lizenz nachher, die letzte Lizenz. Da soll es dann nachher wirklich nochmal richtig geile Rennen geben, das glaube ich auch. Wenn wir mal gucken, unsere Kasse wird dann wahrscheinlich ein bisschen leiden, wenn wir uns neue Autos holen. So, es geht los. Twin Ring Motegi, das dritte NASCAR-Rennen. Auch hier wollen wir gerne einen Sieg haben. Ja, hier waren wir auch schon unterwegs, allerdings nicht auf dem Ovalkurs, sondern auf der Infield-Strecke oder auf der zweiten Streckenvariante, wie auch immer. Auf jeden Fall waren wir hier schon. Oh je, schwierig zu fahren. Sehr langgezogene Kurve, da kommt der Wagen viel ins Rutschen. Hoffentlich bleibt er gerade. Aber ja. Vor uns jetzt Almirola's Ford, den wir auch in NASCAR 2013 oft bekämpft haben. Oh ne, das ist zu eng. Und im dritten Gang. So, Schwung geholt. Windschatten gegrabt. Und jetzt geht's vorwärts. Irgendwie sehen die Autos 2010 alle gleich aus, kann das sein? Der Ford sieht genauso aus wie der Chevrolet von hinten. Damals habe ich absolut NASCAR nicht verfolgt, muss ich auch sagen. So, wir arbeiten uns ganz gut nach vorne. Das Rennen hier wird relativ kurz sein, kann ich schon mal sagen. Oh, 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 oh. Ja, und das richtige NASCAR 14, also das NASCAR 14, das wird dann auch diese Woche noch kommen. Vielleicht sogar schon morgen. Vielleicht erst am Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch ist ja dann morgen. Vielleicht aber erst am Donnerstag. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall kommt es noch bis zum Wochenende, kann ich euch schon sagen. Ganz fest eingeplant. Jetzt sind wir nach vorne gefahren. Platz 1 jetzt. Noch 2,5 Runden. Aber ich kann hier easy stehen lassen hier. Oh. Ja, schwierige Kurve. Die ist ein bisschen enger als die andere. Nichtsdestotrotz hier relativ sauber durchgefahren. An den Zuschauern vorbei. Ja, schöne Schläuche hier drin. Also ist ja schön ausdetailliert das Auto, muss man sagen. Schöne Instrumente auch. Ob die funktionieren, ist die andere Frage. Mal gucken, ob sich irgendwelche Nadeln bewegen. Ich glaube nicht. Ich glaube nur die Tacho- bzw. die Drehzahlmesser bewegt sich. Oh.
Ja, relativ langsamer Kurs von der Geschwindigkeit her. Ich glaube, auf der Startzielgeraden erreichen wir auch gerade mal 260, 270. Mehr ist hier nicht drin. Mal gucken. 30. Oh, das war jetzt kein guter Test. Naja, mehr als 260 ist hier nicht drin. 260. So viel mehr geht da nicht. So, 50. 60. Ja. Ja, 65 haben wir rausgekitzelt fast. Das ist ein leichter Sieg jetzt hier gerade. Die KI hängt hier völlig hinterher. Die wurden so langsam immer schwächer, finde ich. In Daytona waren sie noch ganz gut drauf. Haben sie erst spät bekommen. Daytona waren sie auch schon nicht die allerstärksten. Und jetzt haben wir einen riesen Vorsprung. Also ein bisschen... Ja, darauf ist das Spiel nicht ausgelegt. Es gibt ja auch nur scheinbar sehr begrenzt diese NASCAR-Sachen hier. So. Das haben wir soweit eigentlich alles schon mal gesehen hier. Da brauchen wir die nochmal angucken. NASCAR, Stockcars halt auf einem Oval. Haben wir jetzt gesehen. Aber es gibt hier echt gut Kohle, das muss man ja mal sagen. Ne? Fast 100.000 hier pro Rennen, das ist natürlich schon eine Menge Holz. Ich würde später gut von einkaufen gehen. Also dieses NASCAR-Event hier eine willkommene Geldquelle. Tja, und wie gesagt, jetzt sehen wir die Upgrades raus. Und dann geht's nochmal auf die anderen beiden Strecken. Hier Willow Springs und einen Highspeed Ring. Da werden wir hinfahren. Zwei Roadcourses. Gucken wir mal, was hier die Upgrades sind. Gut, da können wir ihn wieder voll aufpimpen. Auch hier 680 können wir das Auto so haben, wie wir wollen. Gut, und damit geht's dann weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Und sonst sehen wir uns morgen wieder in unserem Stock Car. Ciao!